So, mal gucken, ob das noch startet oder ob Matteo gestern hier alles kaputt gemacht hat. Wieso haben wir keine... Ich mach mal wieder hier... Warum ist TTS aus? Wer ist schuld? Pup. Bonjour, this is a test. This is a test. Sehr gut. So, continue. So, wollen wir mal gucken, Kinder. Ja, moin. So, beim letzten Mal haben wir... Für euch ist, glaube ich, gut die Lautstärke so, aber für mich nicht. Beim letzten Mal haben wir die Glocken geläutet bei der Kirche und ich bin da so schnell wieder weggelaufen. Ich will mir das nochmal anschauen, was da genau, da ist nämlich so ein Händler erschienen und den wollte ich mir nochmal angucken. Nicht, dass der irgendwas Cooles hat und ich habe das jetzt ignoriert. Ja. Quantencomputer, nee, die helfen nicht. Quantencomputer machen nur wieder alles noch schneller und hibbeliger und noch unverständnisvoller. Geh weg mit euren Quantencomputern. Ich vertraue diesen Technik nicht. Was ist denn hier los? Erstmal wieder hier reinkommen. Also das Problem ist derzeitig nicht, dass die Computer zu langsam sind. Das Problem ist, sie sind zu dumm. Da ist auch künstliche Intelligenz in der Regel keine Lösung. Weil künstliche Intelligenz ist aktuell ziemlich dumm. Warum sollte die auch gar nicht Intelligenz heißen? Die hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Bohne andere. Bonnie Hook. Künstliche Dummheit, ja, das stimmt. Die einzige künstliche Intelligenz, die überhaupt richtig Fortschritte macht aktuell, ist... Sachen, die man nicht mehr, also die uns nicht helfen. Das ist auch so das Ding. So irgendwie so, so selbstregulierende künstliche Intelligenzen, wo du einfach irgendwelche Neuronen hast, die halt in so einem Algorithmus halt Werte anpassen, die aber hinterher nicht verstehen, warum der Algorithmus das überhaupt getan hat. Und das hilft halt nicht. Dann bist du hinterher nicht klüger, es funktioniert nur besser. So. Greetings and welcome back. I am pleased to see the present. Okay. Was heißt hier Learn Gesture? Okay. You are welcome anytime. It is only human to commit a sin. Okay. Das ist aber nicht, was ich gelernt habe. Ich finde meine, die ich gelernt habe, nicht. Der hat doch hier so den hier gemacht. Wie hier Porta Westfalica. Kennt ihr Porta Westfalica? Wie schreibt man das? So. Der macht das gar nicht, oder? In meiner Erinnerung war der so, war der gar nicht. Siehst du mal, meine Erinnerung ist falsch. Auch gut. Y für Switch. Ich spiele aber am PC. Ah.
Junge! Alles klar. So, dann erzählt er irgendwas von, ich soll ein Mensch sein, ne? Just in time. Ich soll ein Mensch sein. So, bei den Items habe ich mir gedacht, das ist alles Käse hier. Guck mal, Reduce Curse Build Up. Keine Ahnung. Report Trespass of Invader. Keine Ahnung. Return to Last Bonfire. Auch Käse. Checklist. Indicated Players. Das ist schon interessanter. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber es ist was. Naja, geht so. Aber vielleicht kämpfe ich mal irgendwann gegen einen Typen, der nur Gift oder Blutschaden macht. Ne? Weiß man nicht. So, dann Abandoned Covenant. Wenn ich hier einmal drauf drücke, mache ich das schon bestimmt. Okay. Request Absolution. Okay, ich kann nichts tun. Okay, ich muss ein Mensch werden. Okay. Wir machen das jetzt einfach. Erinnert ihr euch? Ich habe mich immer nicht getraut, Mensch zu werden. Herbert Grönemeyer ist einfach nicht so meine Musik. Aber jetzt machen wir das. Wir werden jetzt Mensch. Der Mensch ist Mensch. Ich wollte immer ein Eisbär sein, das ist korrekt. Am kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schreien. Denn alles wäre so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären. Wir sind der einzige Channel auf Twitch, wo die Menschen alt genug sind, um diesen Song eventuell zu kennen. Das ist so gut. Okay, weiter geht's. Habe ich vergessen und verdrängt. Vielleicht bist du ja ein Eisbär. Okay. So, Kindle. Cannot Kindle, weil hollowed. Und ich glaube, solange ich hollowed bin, heißt das, dass ich kein Mensch bin. Deswegen reverse ich jetzt den Hollowing. Geht nicht, weil ich keine Humanity habe. Aber ich habe, warte mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Invade another world. Leave summoning sign. Applies lightning to right weapon. What? Applies lightning to right hand weapon? Ich krieg einen Blitz auf meiner Waffe! Prevents Estus recovery within a limited area. Attracts certain types of enemies. Return to last bonfire. Ich habe 7 Ruhesteine. Das ist auch nicht schlecht. Used to acquire souls. Was passiert, wenn ich den einfach so drücke? Use. Oh, das ist doch gut. Dann benutze ich die jetzt einfach alle. Wahrscheinlich ist das so eine richtig dumme Idee jetzt. Ah, ich kann gleich mehrere auf einmal. Aber ich will die alle einzeln benutzen, weil... Oh. Das ist wie mit jede Zelle meines Körpers ist wichtig oder so. Ja.
So, jetzt die anderen. Use. Ey, wir sind dann ja komplett OP, wenn wir jetzt alles in uns reinballern. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Die haben noch einen anderen Stack, aber ich weiß nicht welchen. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Das ist schon eine ganz ordentliche. Das hat irgendwie gar nichts gebracht. So, was das hier? Use to gain humanity. Oh, man kann, ah ja, man kann ja auch Beschreibung machen. Humanity. Rare tiny black sprite found on corpses. Used to gain one humanity and restore a large amount of HP. Ich kriege einen Humanität. This black sprite is called humanity, but little is known about its true nature. Das ist korrekt, ich habe keine Ahnung. If the true soul is the source of all life, then what distinguishes the humanity we hold within ourselves, okay? Nutz einfach mal ein. Jetzt habe ich 6 statt 5. Aber sagt er hier nicht? Okay. Was bringt Kindle? Okay. So, jetzt gehe ich. Ich bin ja richtig ekelhaft. Was soll denn das? Ich gehe jetzt mal zu. Oh, warte, bevor ich. Ich gehe jetzt doch. Entschuldigung, ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt zu dem Kirchenmann. Sieht voll ekelhaft aus. Ich will wieder wie vorher aussehen. So menschlich. Wie habe ich das denn nochmal mit dem gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So habe ich das gemacht. Aber beidhändig. Ja. Komm schon. Ist nicht so wichtig hier. Wir machen eh gleich wieder Bonfire Action. Mal gucken, ob der Kirchenmann jetzt mehr zu uns sagt. Weil jetzt sind wir ja Menschen. Der scheint ja irgendwie eine Vorliebe für Menschen zu haben, warum auch immer. Weil ich nicht so ganz verstehe, warum wir kein Mensch sind, wenn wir tot sind, aber okay. Oder undead. Aber ist vielleicht einfach Rassismus von der Kirche, wer weiß. Good times. Thou art welcome. Laudable is thy dedication to sin. Sünden. Ich habe keine Sünden begangen.
kann irgendwas anderes kaufen. Ja, das hier kann ich zum Beispiel kaufen. Was ist denn das? Talisman, das ist bestimmt was mit Zaubern. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Warte mal, ist hier irgendwas wichtig dafür? Mich klingt das alles nach so PvP-Zeug. Online-Play-Item. Indictment. Slip sold by Bishop of Velka. So heißt er wahrscheinlich. Goddess of Sin. If you are killed by an invader, use this to report the crime. Ah, anscheinend ist es ein Verbrechen, andere Spieler zu töten. The indicated player will be added to a list of unfortunate souls who will one day face the wrath of the blades of the Dark Moon. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich glaube, ist nicht so spannend hier, ne? So, dann wollte ich... Dann wollte ich zum Händler. Und ich glaube, ich weiß wieder, wo der war. Beim letzten Mal habe ich mich ja hier... Beim letzten Mal habe ich mich ja verlaufen und den nicht mehr gefunden. Ich glaube, ich weiß es wieder. Aber, wer weiß. Weil es gibt eigentlich nur einen Ort, wo ich nicht war, weil ich mir so dachte, nee, da war ich ja schon. Aber nee, da war ich ja gar nicht. Steht ihr? Ich auch nicht. Und ich glaube, ich gebe auch am Bonfire jetzt nicht die Seelen aus, weil ich kann ja beim Händler dann geile Sachen kaufen. Vor allem will ich auch gerne meine Sachen verkaufen. Das fände ich richtig gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das geht. Ist mir das eigentlich auch alles egal. Oh, oh. Oh, zum Glück. Zum Glück. Polantis. Raise the sun. Zum Glück bin ich gestorben, ey. Oh ja, ich bin wieder untot. Das finde ich richtig gut. Ich konnte mich ja nicht ansehen, ey. Gerade ein bisschen beunruhigt. Bin ich nicht hier gestorben? So, meine Seelen. Da sind sie. Okay. Bei der Ratte habe ich mich auch gefragt, ob die mich hätte vergiften können. Yeah. So. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar ein einigermaßen gutes... Das war ein bisschen sehr dumm.
Ich glaube, mit einigermaßen gutes Gefühl, wo ich überhaupt lang gehen kann und wo was ist hier. Ich meine, letztes Mal so viel hier umher irrte, dass sich mein Gedächtnis in der Nachfolge gut zurückkonstruiert hat. Genau hier. Da muss ich hin. Weil ich habe überlegt, ich hatte diesen Balkon. Ich konnte mich an den Balkon erinnern. Und ich wusste, der Balkon muss in die Richtung da zeigen. Quasi. Aber dort habe ich alles abgesucht und dort muss es ja noch möglich gewesen sein. Das heißt, der Eingang muss hier irgendwo gewesen sein. Oder Eingang ist woanders, aber auf jeden Fall kommt man von dem Gebäude dahin. Ich mache eben den Bogenschützen weg, weil sonst oder Armbrustschützen, sonst nervt er mich, glaube ich, zu doll. Genau, der Balkon. Ja, yeah, natürlich. 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 Muss noch wieder reinkommen, Chat. Ich bin noch nicht warm gespielt, ihr seht das. Ich mach mal den hier. Das ist natürlich sinnvoll, dass die beiden Jungs, auch weil das die ersten schweren Gegner sind, auf die man trifft, dass die was bewachen. Und das tun sie auch. Die bewachen nämlich den Händler, Mann. Moin. Oh, there you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead. Don't be a nitwit. Murmel? Never hurts to splurge. Chat, der will murmeln mit uns. Talk? Hey, my wares? Of course they're stolen. What did you think? And when you lose your head, I'll sell it all again. Okay, es scheint nur Blabla zu sein. Blablacar. Repairs Weapon. Ah, ich kann hier Waffen reparieren. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja, also wenn ich mal eine geile Waffe habe und die muss repariert werden, sehr gut. Throwing Knife used as a projectile. Okay. Lloyd's Talisman. Dreit Finger. Should only be used with the greatest of caution. Right view, rate a message. Wie teuer ist das? 100. Okay. Habe ich den schon mal gekauft, den Schlüssel? Wäre er dann noch da? Ich weiß es nicht. Opens resistances in the undead burg. Ist Burg überhaupt ein englisches Wort? Ich habe keine Ahnung. Repair Box. Tool for repairing weapons. Ah, das gibt es quasi auch für mobil. Kostet aber auch 3000. Box allowing inventory management at bonfire. Das ist geil. Ist zwar nur, also ich weiß, bringt gar nichts. Außer Komfort, aber weil das ein Konsolenmenü ist, sind mir das 1000 Seelen wert. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der Schlüssel wäre nicht da, wenn man ihn mehrmals kaufen könnte. Sehr gut. Haben wir irgendwelche geilen Waffen? Hier, der hier. Reinforced Club. Kostet aber gar nicht viel. 97. Ist aber auch nicht so viel. Ups, ich wollte noch weiter kaufen. Aber was haben wir hier noch? Ja, nichts so Überzeugendes. Haben wir hier Pfeil und Bö so weiter, ne? Ja, ich hab halt Armbrust und so weiter, aber ich glaube, ich will keinen Fernkampf. What a waste of time. Ich glaube, weil für Fernkampf muss man entweder Aim oder Auto-Aim benutzen. Und
Aim mit einem Controller kann ich bestimmt gar nicht. Wofür der Weg denn nochmal hin? War ich hier schon mal? Leider keinen Weg zum Verkaufen gefunden. Nee, war ich nicht. Guck mal, jetzt habe ich ein Wurfmesser. Da brauche ich auch keine Pfeile mehr. Also wenn ich irgendwann mal Wurfmessern muss, könnten wir das jetzt. Also Reichweite, Fernkampf. Wisch schon. Okay, jetzt, ich bin etwas orientierungslos gerade. Aber doch wieder, doch, habe ich geschafft. Ich habe es geschafft. Ah, ihr könnt mal schon mal gucken, ob der Schlüssel hier funktioniert. Das not open from this side, okay. So, jetzt gehe ich zum Bonfire, zum Leveln und hätte nicht gedacht, dass hier jemand steht. Weiß nicht ehrlich, ich weiß wirklich nicht, warum die gespawnt sind. Respawnen Gegner auch auf Entfernung? Oh. Scheint so. Oder bin ich gestorben? Also als ich das letzte Mal gestorben bin, habe ich die doch alle platt gemacht auf dem Weg hierhin. Oder nicht? Oder resettet der Händler auch Mobs? Finde ich komisch. Naja. Jedenfalls, ich wollte jetzt zum Bonfire, um meine Items sortieren und leveln. Also, gerade noch wenig Progress, ich weiß. Wir haben jetzt erstmal eine Stunde hier nur am Rumsortieren verbracht. Aber muss auch mal sein. Weil ich mache das sonst nie. So, gucken wir mal. Access Bottomless Box. Invade another world ist, glaube ich, um Spieler zu invaden. Wie lege ich jetzt Sachen ab? Oh Gott, ey. Deposit all to box. Ja, wir können erst alles depositen und nachdem wir es depositet haben, könnten wir die Sachen rausnehmen, die wir brauchen. Ich glaube, es geht schneller. Okay, wie deposite ich? Mit R nach unten. Was könnte damit gemeint sein? Was könnten die meinen? Meinen die R1? Irgendwas ist passiert. Held Storage. Okay. Ich glaube, ich verstehe das nicht. Und die Firebombs behalte ich mal. Das behalte ich auch. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Davon nur ein. Das auch nicht. Das auch nicht. Has no value. Danke für gar nichts. So. Jetzt gucke ich, ob meine Vermutung richtig ist, weil ich verlasse jetzt das Bonfire und gucke, ob der ganze Käse noch da ist. Hat funktioniert ungefähr, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, sehr gut. Was haben wir noch hier? Titan Charge. Plus
plus 5 Standardwaffe. Ich habe mich immer gefragt, was die bringen, ne? Auch wie viele ich davon hab. Warte mal. Use Item. Funktioniert nicht. Muss ich die anlegen? Sind das Schmuckstücke oder sowas? So, hier zum Beispiel. Nee, das sind nur Usable Items. Muss man die in der Hand halten? Ich raff es nicht. Ringe können das ja auch nicht sein. Vielleicht ist das für Crafting oder so, dass das quasi Juwelen sind und ich muss die in ein Schmuckstück reinbauen oder so. Warte, ich habe keine Ahnung. Nun gut. Nee, das wollte ich nicht. Wenn ich nicht weiß, was sie tun, werden sie abgelegt. Twinking. Wobei, warte mal. Ich mach noch mal einen Inventar. Ich weiß, es muss super frustrierend für euch sein, die genau wissen, was das alles tut, aber ich... Mal gucken, was die Beschreibung sagt. Titanit. Titanischer Splitter für Waffenverstärkung. Hauptsächlich im titanischen Material oder so ähnlich. Reinforces, also verstärkt Standardwaffen bei plus 5. Titanische Splitter sind Fragmente von legendären Slabs. Oder ist mit B geschrieben? Mit B. Das ist der von Pizmeets, oder? Ein Block aus gegossenem Stahl, Aluminium oder Kupfer bezeichnet, dessen Breite und Länge ein Mehrfaches seiner Dicke beträgt. Brammen werden auch Gießen und gegebenenfalls Walzen hergestellt und sind das Vormaterial für Bleche und Bänder. Okay. Titanite ist etched into weapons reinforced. Also es hat schon irgendwas mit Crafting oder so ähnlich zu tun, aber ich habe keine Ahnung wie. Dann Twinkling Titanite. Bestimmt treffe ich irgendwann auf einen Schmied und der kann mir dann weiterhelfen. So, das Short Sword. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, den ganzen Schrott zu verkaufen. Das kann mir doch keiner erzählen. Broken. Vielleicht kann der Schmied aus dem Schrott auch wieder was Neues gießen oder so. Dann gibst du denen die ganzen Schwert und dann macht er daraus das Ultra-Schwert. So, die sind einigermaßen gut. Den Speer fand ich nicht so geil. Den gucken wir uns gleich nochmal an. So, die Fernkampfwaffen brauchen wir sowieso nicht. Talisman ist, glaube ich, Zaubern. So, Schilde, die Holzschilde können auch alle weg. Ich gucke gleich nochmal die Sachen, die übrig geblieben sind, an Waffen nochmal genauer an. Das Wooden Shield kann, glaube ich, weg. Ich behalte mal nur eins davon im Inventar. Wobei, die können auch weg, weil die sind halt viel zu schwer. Ich behalte nur aus Reserve den im Inventar. So, davon haben wir nichts. Helm. Rüstung und so. Ja, warum ist das denn nicht sortiert nach, warte, gibt's das irgendwo? Nee. Was ist das denn nicht sortiert nach, wo man das halt trägt? Also alle Helme untereinander oder so. Guck mal, 14 Helme. Da haben wir ganz viele 10er Helme. Die können alle weg. Was ist das? Waste Clove. Eine Schärpe oder sowas, ne?
noch ein normaler Soldatenhelm. Das muss man irgendwie verkaufen oder einschmelzen können. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, jemand anderen Helm. 15er Helm ist das hier. Guck mal. Und ein Balder Helm. Guck mal, 15 und Gewicht 3,5. Was hat der andere gehabt? 14 und Gewicht 3,5. Also wenn dann den. So, dann Handschuhe. 17 und 3,5. Es ist ganz schlimm. 13 und 3,5. Ja, dann weg mit dem. Rüstung. 26 und 5,9. Ich meine, ich lege das Zeug sowieso nicht an. Aber falls ich irgendwann eine Dings anlege. Warte, was habe ich mir gemerkt? Ich habe schon wieder. Ich habe nachgedacht. 26 und 5,9. Achso, die können natürlich auch noch andere Rüstungsklassen haben, ne? Kein Bock, jetzt alles zu vergleichen. Ah, der ist ganz schön schwer. Da behalte ich mal beide im Inventar. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? 13 und 1,5 Hosen. Oder was auch immer das hier ist. Ist mir zu umständlich, kein Bock mehr. So. Den fand ich total lame, aber ich behalte ihn mal drin, nur für den Fall, dass keine Ahnung, was passiert. So. Ist mein Inventar jetzt minimal übersichtlich? Ich wollte nochmal wegen Waffen gucken, weil da gucke ich zumindest oft rein. Warte mal. Guck mal, ich habe viel zu viele Waffen dabei. Also erstmal die ganzen Battle Axes. Das war lange Zeit meine Standardwaffe, so eine Battle Axe, ne? Angenommen, meine Hellebarde würde ich gerade nicht benutzen. Was würde ich dann benutzen? Nee, wenn ich die Gargoyle-Hellebarde nicht benutzen würde, würde ich die Hellebarde benutzen. Das heißt, ich brauche die Battle Axe gerade nicht mehr. Genauso den Speer nicht, den Morgenstern nicht. Die Gargoyle-Axt nicht. Dann kann ich schon mal ganz viel wegtun. Und dann gucke ich weiter. Kann mir das eh nicht alles merken. So. Kann mir die auch hier angucken, ne? Das ist doch gut. Das ist doch gut. Gut, gut. Der Morgenstern kann weg. Der Speer kann weg. So, hier, der bleibt, der kann weg. Der bleibt. Perfekt. Brennen unterstrich Soap. Level up. So, warte mal. Bevor ich uplevel. Irgendwas wollte ich machen. Also, die beiden kann ich gerade benutzen. Was brauche ich bei denen? 46 Stärke, das ist völliger Quatsch. Was brauche ich bei denen? 32 Stärke, das ist völliger Quatsch. Was brauche ich beim Zweihänder? 24 Stärke, das ist erreichbar. Was brauche ich beim Great Sword? 28, das heißt auf jeden Fall Stärke skillen. Okay, wir brauchen noch einen Stärkepunkt. So. Weiter geht's mit dem Content. So, tut mir leid, das hat jetzt eine Stunde gedauert, mein Inventar zu managen. Und bei euch wahrscheinlich einen halben Herzkasper verursacht. Aber
jetzt sind wir wieder im Game. So, ich würde jetzt, also es gibt verschiedene Orte, wo ich noch nicht war. Und da gehe ich jetzt hin. Der erste, den ich im Sinn habe, ist der jetzt geradeaus. Yeah. Weil ich glaube, da war ein Bonfire, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin da schon mal lang gelaufen und dann bin ich wieder zurück und dachte mir, na, da ist so viel Zeug. Ich habe das Inventar umsonst sortiert. Da ist der Schmied, der jetzt meine ganze Scheiße einschmelzen kann. Genau, ich habe das sogar schon mal entzündet. Die Frage ist, wo genau? Lebt er hier unten? Ich fühle, es wird lauter. Hier. Yeah. Moin. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Yeah. Als allererstes lernen wir eine Geste. Hooray! Dann talken wir. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect. Okay, also habe ich das richtig verstanden wahrscheinlich, dass entweder ich frage ihn, wenn ich was schmieden will, oder ich kann sogar selber schmieden. Aber vielleicht habe ich noch falsch verstanden. Okay, Modify Equipment, Reinforce Weapon, Reinforce Armor, Repair Equipment, Purchase Item. Was hast du verkauft für den Titan Shards? Okay, Titan Shards sind also für den Schmied zum Verbessern, okay. Aha, und hier kriege ich zum selber basteln. Bedrick unterstrich Coffee. Dann gibt es hier so ein paar Standardschilde und Waffen und so. Standardfallgedöns. Yeah, nicht so spannend. So, dann Modify Equipment. Special Amber required for blacksmiths to ascend weapons. Okay. Reinforce Weapon. So, angenommen, ich will jetzt die hier verbessern, ja? Guck mal, von 115 auf 126. Dann brauche ich dafür eine Titan Shard und 200 Seelen. Klingt doch nice. Reinforce. Reinforce bei Halbert plus 1. Ich kann das jetzt nochmal reinforcen. Nochmal, nochmal, nochmal. Und dann wird er immer krasser. Okay, und irgendwann one-shotte ich einfach alles. Neither of us want to see you go hollow. Die große Frage ist, es wurde mir glaube ich gerade nicht so gut erzählt. Warte, ich guck nochmal in das Menü rein. Ob das irgendwie negative Auswirkungen hat. Also, nach diesem Menü, Toggle Display vielleicht. Scheint nicht. Also hätte ja sein können, dass sie dann schwerer wird, weil da irgendwas dran bastelt, einen Spike oder ich weiß nicht was, aber ist nicht so anscheinend. Aber könnte passieren, vielleicht. Sollte ich drauf achten.
Gut. I'll be seeing you then. Be careful out there. Ich bin careful. Okay, also, ich lasse das aber erstmal so. Skill mich jetzt nicht einfach hoch, weil ich habe keine Ahnung. Nachher mache ich irgendwas falsch und habe dann meine ganzen Ressourcen verschwendet. Ja, yeah, okay. Whatever. So, also, ich kann jetzt weiter geradeaus. Oder weiter runter. Ich gehe mal weiter runter. Okay. Ich gehe nochmal zum Bonfire. Ich glaube, ich muss es nicht, aber bevor ich gegen den kämpfe. Damit ich auch beim richtigen Bonfire respawne und so. Ich sag, der erscheint mir ehrlich gesagt nicht so krass. Ich sag unter 10 Tries. Am liebsten würde ich meine Seelen abgeben, so. Dass ich die gar nicht dabei habe. Die Umgebung nervt hier auf jeden Fall. Das ist kein Boss. Der hat kein, hat kein richtiger Boss. Der hat keinen Boss-Lebensbalken. Warum auch immer ich da jetzt Schaden genommen habe. Oh, die Umgebung nervt hier richtig hart. Roti, hey Maurice, du machst das echt gut. Macht Spaß dir zu zuschauen. Aber eine kleine Frage am Rande, zockst du privat noch aktiv World of Warcraft? Du weißt ja, das legendäre Spiel und so. Ja, tue ich. Ah, okay. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo anders hinbekomme, wo ich ein bisschen... Ah, der... vielleicht da. Nee, ich spiele fast täglich sogar. Ich spiele sogar fast täglich. Außer ich habe viel zu tun oder so, aber ja. Aber man hat halt so aktuell nicht mehr so viel zu tun im normalen Shadowlands-Content auf jeden Fall. Ich habe nur noch 5 Assets, nicht mehr 10. Das stimmt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe immer irgendwas zu tun. Und wenn ich es nur
Pets sammle oder wenn ich einen Charakter level. Aktuell spiele ich zum Beispiel einen Krieger mal, weil ich die Krieger-Ohrenshalle nur so halb kenne. Man kann ihn auch schlecht, upsala, schlecht überreden, irgendwo hinzukommen. Das hier zum Beispiel eine Mechanik mit den Estos, dass ich nur noch 5 Estos habe statt 10. Da wüsste ich, eigentlich wüsste ich gerne, warum das so ist. Okay. Aber. Das wäre gegen die Regeln. Der Fight gefällt mir nicht. Kannst du nicht ein bisschen da wegkommen aus der Ecke, dass ich ein bisschen mehr Platz hab? Danke. Nicht wieder in die Ecke rein. Besser. Das ist nicht so gut. Ah, bei dem habe ich Probleme so ein bisschen, wenn er diesen Dings macht, also mit der Hand schlägt, aber mit dem Schwanz nachzieht. Aber ich glaube, er zieht immer auf der, also von mir aus gesehen, linken Seite mit dem Schwanz nach. Vielleicht muss ich ihn mal rechts ausweichen. Ist vielleicht ein Rechtsträger. Da steht er weitaus besser. Sonst könnte ich ihn noch versuchen, dort runter zu locken, wie ich gerade sehe. Aber gerade gefällt es mir ganz gut. Ja. Okay. Ich wollte jetzt auch ausgerechnet nicht nach links ausweichen, weil ich versucht habe zu lernen. Dann habe ich irgendwie Quatsch gemacht. Bin noch unsicher. Immer wenn ich R2 mache, mache ich zwar sehr viel Schaden, aber ich verliere meine gesamte Stamina, was glaube ich nicht so gut ist.
Kann ich ihn hier runterlocken? Wäre das überhaupt gut? Okay. Okay. Also jetzt mal rein spielmechanisch logisch betrachtet. Ist dieser Boss jetzt hier kein richtiger Boss, sondern dieser Boss soll mir quasi vor Augen führen. Wie geil der Blacksmith ist. Glaube ich. So nach dem Motto, hey, guck mal, du kämpfst gegen jemanden, der ist zwar nicht besonders stark, aber der hat voll viel HP. Jetzt kannst du deine Waffe boosten, um den schneller besiegen zu können. Ich bin einfach ein begnadeter Game Designer, wisst ihr, deswegen kann ich in den Kopf von From Software reingucken und sehen, was die sich gedacht haben. Ah, Mann. Aber ich bin auch ein Hacker. Mir ist doch scheißegal, was die sich denken. Ich sterbe einfach trotzdem. Wie viele Titan Charts haben wir denn? Well, I know what you need. Reinforced Weapon. Ah, weil ich keine Seelen habe. I'll be seeing you then. Be careful out there. Ich wollte eigentlich nur die Seelen holen. Ich wollte gar nicht wirklich fighten. Egal. Beim nächsten Mal habe ich sie. Reinforced Weapon. Ich habe 13 Titanet Shards, so verstehe ich das. Ich habe 12. Okay, das bedeutet, wenn ich ein Drittel ausgeben würde, wäre ich bei 9. Das ist vertretbar. So ungefähr. Don't get yourself killed. Ich habe den Eindruck, dass das so super viel gebracht hat. Ja,
dauert doch ein bisschen. Alternativ, ich meine, wenn ich weit weg von ihm bin, der macht halt nicht solche Charge-Attacks oder so, ne? Das Einzige, was er halt macht, sind seine Blitzkugeln. Den kann man aber relativ leicht ausweichen. Das heißt, eine Idee wäre auch, beim Schmied Bolzen oder so zu kaufen und den mal im Fernkampf zu versuchen. Aber wir gucken mal, was Bolzen kosten. Was ich überhaupt an Fernkampfwaffen habe. Ich glaube, ich habe alle Fernkampfwaffen abgelegt. Ja. Access. Fünfziger. Ist das der einzige Crossbow? Einzige Fernkampfwaffe, die ich habe, ja. Macht super wenig Schaden, aber ist ja egal, wenn er mir einfach, wenn er ewig weit weg ist, kann ich einfach 1000 Mal auf ihn drauf schießen. Versuchen wir das mal. So. Talk. Purchase. Wo wären die denn hier? Standard Bolt, Heavy Bolt. Ich würde glaube Standard kaufen. Die kosten ja gar nichts. Okay, brauch nur die Seele. Ich habe nicht zweihändig gekämpft, ne? Warte mal. Ich versuche nochmal zweihändig zu kämpfen gegen ihn, bevor ich das jetzt mache. Da habe ich doch zweihändig gegen ihn gekämpft nach der Stärkung. Nicht sicher. Nee, niemals. So viel Schaden habe ich doch nicht gemacht. Ich habe doch nicht 180 Damage gemacht, oder? 200 mit einem normalen Hit. Und krass. Seht ihr? Wie krass ich bin? Okay. Dann machen wir das jetzt mit den Balls. Sind wir noch unter 10 Tries? Falscher Weg. 9. Ah ja, okay. Letzter Versuch. Neue, ganz neue Spielmechanik. Fernkampf. Was soll schon schief gehen? Der schießt so weit vorbei. Ich weiß nicht mehr, ob der Auto-Aim benutzt, der Kollege. Ey. Purchase. Die hier. Kauft man einen Pfeil? Kauft man 100 Pfeile? Warte mal, steht das dabei? Steht nicht. Ich kauf mal ein. So. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Irgendwie. Okay. Achso, ich muss sie noch anlegen. Ein Pfeil. Okay.
Fernkampf ist aber teuer. Das dauert. Ihr habt doch Zeit, ne? Da! Verdammter Hacker! Sie auch gegen den Ding. Okay. Das wird so nix. Elf Schaden. Wenn ich ihn von hinten treffe. Elf Schaden. Nicht gesehen, keine Ahnung. 11. Also ich muss sagen, das ist irgendwie nicht der Weg zum Erfolg. Sein, da muss es doch irgendeine. Gibt es irgendeinen Knopf? Ne, damit hole ich nur das Schild raus. Kann ich ihn irgendwie. Wenn ich kein Auto-Aim benutze, mache ich da mehr Schaden. Ja, dann treffe ich ihn einfach gar nicht. Sag euch mal, wie es ist, ne? Das ist nicht der Weg zum Ruhm.
Okay. Habt ihr Punkte verloren? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich meine, ich hätte das auch bis zum Schluss durchziehen können. Und dann wäre er fast tot. Aber irgendwie, nee. Das ist so nicht gedacht. Beziehungsweise zumindest nicht mit so ein schlechter Armbrust und so. Wer weiß, vielleicht wenn man eine bessere Waffe hat. Aber ich habe auch den Eindruck, also weiß nicht, das hat sich nicht so angefühlt, als soll das so sein. Mein Auto-Aim mit einer Armbrust, also dass ich einfach nur einen Knopf drücke und ich treffe so oder so, das fühlt sich nicht richtig an. Auf der anderen Seite habe ich auch noch nie jemanden Fernkampf in Dark Souls benutzen sehen, dementsprechend. Okay, ich mache 200 Schaden, wenn ich ihn einfach ganz normal treffe. 143, wenn ich ihn ganz normal treffe. Ich will eigentlich gerade ein bisschen rumprobieren. Lass mich doch mal. Wir wissen, wie viel Schaden ich mit dem R2 mache. Und 180, also irgendwie so 230 oder so. 240 vielleicht. Nochmal. Aber wenn ich normal angreife, kann ich glaube ich zweimal angreifen und noch rollen. Sollte er eins machen. So. Und weg. Ihn hauen lassen. Nur einmal hauen und weg. Einmal hauen, weg. Einmal hauen, weg. Und die ganze Zeit vor und zurück. Das versuchen wir mal. Auch eine andere Waffe besser. Nicht sicher. Nicht unbedingt, weil die kein... Oh. Nicht unbedingt, weil die keinen Schaden macht, sondern weil die Animation vielleicht so lange dauert. Schwede, ey. Bilde ich mir das auch nur ein und Animationen dauern immer gleich in dem Spiel und es ist egal, ob man ein Schwert oder Stangenwaffe oder sonst was hat. Okay. Irgendwie ist das auch nicht der richtige Weg. Hm.
295 am Ende nochmal. Okay, warte mal. Ich will es nur mal ausprobieren, ja? Ne, da ist quasi das Gleiche. Wie sieht die Waffe aus? Ich habe ja, oh, ich habe ja, bin ja eigentlich zu schwach. Ja, ist aber noch okay. Gott. Sieht aber auch eher langsam aus. Ich raff auch seine Animationen nicht, ne? Mach immer so nach links, rechts, links, rechts. Macht auf jeden Fall nicht besonders viel Schaden. Geht auch nicht schneller. Jetzt hat er nur einmal gemacht. Aber vielleicht, weil ich auf der Range bin. Hat nicht so viel gebracht, aber es könnte, weiß ich nicht. Die Waffe sieht jetzt auch nicht so aus, dass. Wäre die so noch schnell. Also eine Möglichkeit, die ich habe, ne, ist, dass ich einfach die helle Barde nehme, die ich auch die ganze Zeit gerade eben genommen habe. Und dann skill ich die jetzt einfach richtig blöd hoch. Aber ich soll doch nicht jetzt meine gesamten Titanite Shards auf diese Waffe verschwenden, wenn ich doch wahrscheinlich irgendwann wieder eine bessere finde. Das ist doch Quatsch. Warte mal. Aber ein neuer Shard kostet 800. Also soll ich das tun? Oder was? Weil normale Shards sind nichts Besonderes. Das Besondere sind nur diese speziellen Shards. Und wahrscheinlich brauche ich die besonderen. Auch für die besonderen Waffen. Deswegen ist egal, wenn ich die verschwende. So wird's sein. Geht nicht bis ins Unendliche. Oder ist jetzt sogar noch teurer. Okay. So, Zweihand.
Ich hänge an diesem Stein hier fest. Uiuiui. Nein. Aber okay, jetzt geht's. Ja, bei dem Boss, da muss man sagen, also weiß ich nicht, ne? Da ist schon die Umgebung der größte Feind. Ich glaube, wenn ich da nicht hängen geblieben wäre, zweimal. Besser, wenn er am Blitzdingsen ist. Steht schon wieder doof. Warte mal. Der ist so schwer, der kann selbst nicht aufstehen, ne? Schade, ich dachte, er macht nochmal Blitzi. Irgendein Kampf. Stell einfach vor, es ist Leon. Ich glaube, also ich mag ihn nicht. Also den Boss. Aber das ist nicht das Problem. Ich bin jetzt im Ort gestorben. Ich gewinne einfach jetzt den Fight und das ist auch nicht mehr. Das Problem ist die Umgebung. Du musst dir vorstellen, das ist Leons Wohnung. Jetzt nochmal, nochmal, ja. Okay. Holy shit. Da hat er mich aus dem Leben gekrittet. Aber das funktioniert. Ich stell, also wenn er dort steht, scheiß auf die 1000 sehen, wenn er dort steht, stelle ich mich an die Treppe. Das funktioniert, weil dann kann ich ihn ein bisschen baiten, dass er seinen Blitzangriff macht. Und bei seinem Blitzangriff komme ich nahe genug dran, hau ihn einmal, gehe dann wieder weg. Das klappt. Glaube ich. Okay, so. Jetzt hat er leider seinen Jump nach hinten gemacht. Wäre schön, wenn er weg von da kommt, von der umgekippten Säule. Bisschen näher an ihn ran, damit er sich bewegt. Noch näher. Okay, besser.
Hat er schon wieder einen Sprung nach hinten gemacht? Das heißt, ich muss wieder näher ran, um ihn ein bisschen zu baiten. Bait, bait, bait. Komm, mach mal einen Sprung nach vorne und nicht nach hinten. Hängt halt selber fest, ne? Das ist auch so das Ding. Ja, ich will ihn auch nicht da bekämpfen, eigentlich. Was passiert nur, wenn ich mich hier hinstelle? Bewegt er sich dann auch auf mich zu? Ja, ich kann auch ganz weit weggehen, das ist auch eine Lösung. Okay, sehr gut. Nein! Komm, komm, komm. Ja, noch ein, noch ein, noch ein. Ich hab so spät reagiert. Doch, ging noch gerade so. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Ja. Versehen gesprungen. Deswegen einen normalen Angriff gemacht. Nein! Oh, ich bin schon wieder irgendwo hängen geblieben. Schlimmer Boss ist das. Der ist schwieriger als jeder normale Boss. Ey, ich will auch keinen Loot für den haben, ne? Ganz ehrlich. Ich hoffe, der gibt keinen Loot. Solche Bosse sind nur dafür da, damit sie aus dem Weg sind. Die sollten keine Belohnung geben. Es ist Belohnung genug, dass er weg ist. Okay. Nee, da freut man sich auch nicht. Nee, nee. Das ist so ein bisschen wie wenn dein Auto abgeschleppt wird und du es wiederholst. Du kriegst zwar dein Auto wieder, aber freuen tust du dich trotzdem nicht. So, das auch mit dem Boss hier. Ja, meine Mundwinkel sagen was anderes, weil ich ein glücklicher und zufriedener Mensch bin. Das darfst du nicht verwechseln. Ich habe so eine Grundzufriedenheit einfach im Leben. Schaut dir mal die schönen Blumen hier an. Könnte man eigentlich welche für Baso pflücken? Geht aber leider nicht. Blood Red
Moosklamp. Darkroot Garden. Nee, das ist ein Ort, wo ich mich verlaufen werde. Ich mache Rechtsgeh-Algorithmus. Kann der shielden? Okay. Darf ich jetzt mich umgucken? Dankeschön. Geht's nicht weiter, oder? Ich glaube nicht. Das ist die Undead Burg, glaube ich, da hinten. Okay, das ist hier so ein Ort, da kann man gerne mal überall runterfallen, habe ich das Gefühl. Sich wahrscheinlich noch schneller verlaufen als sowieso schon, weil jetzt ist nicht nur alles gleich aussehen, sondern auch noch alles dunkel. Man übersieht auch ständig Gegner. Aber Unkraut jäten kann ich wie ein Weltmeister. Weil hier ein Baum steht, hat man so das Gefühl, da könnte es runtergehen. Das Blattwerk von dem Baum hat aber auch Texturen aus der Hölle. Guck dir das mal an. Na gut. Upp, weiße Seele. J0BR0T. Locked by some contraption. Contraption heißt doch sowas wie Mechanismus, oder? Da ist ein Foggate. Bevor ich da reingehe, gucke ich mal hier, was hier rechts ist. Was die tun. Kenne ich die und ich weiß, es ist Böses im Busch. Da will man einmal Blumen pflücken für Baso und was ist? Nix ist. Upp. Wie nervig mein Hinternbehälter. Infantata 92. Hallo Maurice, hier ist Leon. Ich habe gehört, du willst kämpfen? Okay, du und ich. Eins gegen eins mittreten, weil ich nur starke Beine habe. Kuss. Ja, Leon hat auch starke Beine, aber sehr kurze, deswegen habe ich da kein Problem mit. Denn Lügen haben kurze Beine. Ne? Hammer Gag, ich weiß. Es ist
ist ein Feuerwerk. Guck mal, die können auch so einen Fernkampftentakel auspacken. Blooming Purple. Was sammle ich denn hier alles für einen Schrott ein? Nachher laufe ich rum wie ein Busch oder was? Wieso habe ich immer noch am Hintern diese scheiß Pfeile? Unequip. So, jetzt mache ich euch kalt. Ich weiß, ich muss das nicht tun. Ich sehe nicht. Beim nächsten Mal, ne? Dann gibt's hier aber warte mal ab. Ich lass mir Witze einfallen. Das hier dauert, weißt du. Das Rap-Battle überleben die nicht. Gegen den Wald gibt es auch wenig Argumente, ey. Wofür ist so ein Wald eigentlich da? Sauerstoff, ne? Guck mal, solange es nur einer ist, ist es keiner. Da oben ist auch was. Da kommt man aber nicht hin. Oh ja, geil. Guck mal, Purple Moss Clump. Gleich zweimal. Das pflanze ich mir ein. Das ist genau, wonach ich gesucht habe. Für meinen Schrebergarten. So, man könnte jetzt einfach hier durchgehen, aber ich nehme das hier persönlich, was hier passiert ist. Die aber auch. Ja, Mann! Waldrodo! Jetzt ein Rätsel. Da muss eine Schlaufe sein. Der zum Beispiel ist ein Rätselmann. Okay. Der Riddler. Da oben ist auch grün. Was geht ab? Das ist nicht mein Freund. Was machst du? Oh, er hat mich verzaubert. Das ist ja Wahnsinn.
So verzaubert war ich nicht mehr seit meiner ersten Liebe. Der Riddler, ey. Vielleicht darf ich seine Poison Ivy sein. Gefühl, dass entweder ist dieses Gebiet hier deutlich schwerer als das vorherige oder dazu skaliert mit der Schwierigkeit. Weshalb Leveln dann gar keinen Sinn ergibt, aber okay. Aber wahrscheinlich ist dieses Gebiet einfach noch schwieriger. Okay, ist direkt weg, weil ich das Rätsel schon gelöst habe. Das Rätsel war, die Liebe des Riddlers zu gewinnen. Natürlich. Naja. Die Liebe war kurz, aber intensiv. Was? Ach so. Klonk. Verstanden, wovon ich gerade Schaden bekomme. Wahrscheinlich von dem Baum. Weil ich die Animation von den Bäumen eh nicht gerade verstehe. Ich glaube, wenn ich die... Also ich muss noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht kann ich... Also ich denke, die Bäume müssen sofort weg. Und wenn die Bäume weg sind... Dann kann ich mich um die Ritter kümmern. Ich glaube, die Ritter sind gar nicht so stark. Die Riddler. Die Riddler. Außer Tine Riddler, die ist eine begnadete Innenarchitektin. Grogga unterstrich. Moin. Grogga unterstrich. Ich moine dich auch. Die Witze hast du von Dalu, ne? Ne, da übe ich noch. Aber ich würde echt gern mal dahin kommen, wo er ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also Dalu ist auf jeden Fall im Witzebarometer ein ganz anderes Level. Ich meine...
Was? Baum hat dich gegessen, ich hab's gesehen. Captain Obvious. Nee. Ausgelutscht. Ich glaube, man kann die nicht kontern, parieren, kontern. Schon wieder Loot liegen lassen. Ja, mein Gott. Ist eh nur ein bisschen Moos. Hey. Ohne Moos nichts los, ja. Okay, bisschen Fokus. Bisschen Fokus. Benjamin Buchsbaum muss jetzt dran glauben. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Benjamin Buchsbaum die gleiche Frisur hat wie Matteo? Ist wirklich wahr. Schönes Moos. Das ist so schön wie an der Mosel hier. Okay. Was muss ich drücken? Dass er dabei so stöhnt, macht's doch nicht besser, ne? Lutscht mich da aus und ich stöhne einen ab, ey. Ich hab zu spät gerafft, dass ich wieder verlangsamt, slowed, irgendwas bin. Ich glaube, ich soll auch nicht gegen die kämpfen, aber ich mach's trotzdem. Stoned. Dixfield, Bonnie Hawk.
wieso heilst du denn nicht? Ja, weil wenn ich heile, nichts anderes machen kann in der Zeit. Und wenn 5 Gegner um mich herumstehen... Ich bin auch kein Dark Souls-Profi, aber ich glaube, das ist nicht der Moment, in dem man sich heilen sollte. Mit diesen Blocken, mit dem Schild, weil ich weiß ja, dass die diese Fressattacke machen können. Fressattacke ist auch lustig. Das Spiel so dumm. Stöhnen bringt mich auch immer aus dem Konzept. Ja, da muss ich den anderen Tab ausmachen, ne? Das ist... Ich kenne das. Man lässt den noch auf für später. Man will ja noch wissen, wie es ausgeht. So. So, eigentlich muss ich da nicht hin, glaube ich. Aber ich gehe trotzdem. Vorher mache ich ihn. Ich sehe nichts. Viel Leben. Oder ignoriere ich sie? Ich ignoriere sie mal, guck mich mal noch ein bisschen um. Könnte ich hier die Abzweigung nehmen? Da liegt schon wieder einer. Oder mindestens einer. Das Gebäude. Uah. Da ist ein Ausgang auf jeden Fall. Oder ein Weg. Ich wollte gucken, ob ich ihn parieren kann. Schade. Okay, ich ignoriere mal, glaube ich, großflächig, weil ich habe nicht den Eindruck, dass da was Wichtiges ist. Und dann gehen wir mal diesen Abzweigung, die wir gesehen haben. Oder wir gehen den Gang hoch. Ich kann dagegen nichts machen, ne? Ah, vielleicht L2.
Also, wenn ich sehe, dass er das macht. Heilen ist immer ein Fehler. Ich habe schon wieder keine Esslos. Vielleicht würden die drei kommen. Vielleicht kann ich ihn aus dem Weg gehen oder ich trigger die nicht, wenn ich sie nicht angucke und nach links mich orientiere. Hört sich so an, als hätte ich sie trotzdem getriggert. Zumindest ein. Zumindest zwei. Zumindest drei. Okay, ich lasse ihn mal liegen. Ich orientiere mich wieder links. Genau, hier ist die Abzweigung, die ich meinte. Schon sehr dunkel hier. Und hier müssten irgendwo meine Seelen liegen, genau da. Weil ich die nehme, wacht wahrscheinlich eher auf. Ja, ich bin aber fast tot. Und irgendwas ist auf mir gezaubert. Da ist ein Foggate. Gehen wir einfach mal durch. Eine Motte. Nee, ein Butterfly. Also, weiß ich nicht. Der fliegt halt da so rum. Wie soll ich den denn? Also ich habe natürlich meine Armbrust mit 11 Damage. Und 50 Fallen. Aber weiß ich nicht. Gehe gleich erstmal die andere Abzweigung nochmal lang. Ich weiß, da sind jetzt zwar meine Seelen, aber... Ich glaube, es ist besser bei denen, nicht zu blocken oder so, sondern einfach einen Schritt nach hinten zu machen und dann wieder auf sie zuzulaufen. So, und dann so. So. Okay. Hab ich nicht richtig gesehen. Okay. Ich bin 3 Meter entfernt. Hier, Sicherheitsabstand. Geht doch nicht, was ich vorhatte.
Bäume sind auf jeden Fall Querdenker. Die heilen sich an gar nichts. Aber ich glaube, das Vorgehen ist trotzdem ganz gut. Sind zumindest gerade wesentlich besser im Saft als beim letzten Mal. Ja, gucken wir mal, wo der Weg hier hinführt. Snake. Verdammter Baum! Das Gift killt mich. Aber egal. Partyzahn. Dann, oh, vielleicht schaffe ich noch die Seelen einzusammeln. Ja, easy. So, Kollege. Was geht ab? Okay. Nächste Mal, ne? Da hole ich meine Elektrofliegenklatsche raus und dann gucken wir mal, wer hier die schönsten Flügel hat. Irgendeinen Weg dahin. Aber noch nicht. Frag mich, wie der Baum gestorben ist. Der ist ja runtergefallen, wahrscheinlich. In den Dschungel. Nochmal. Also, in der Theorie, das ist eine fucking Motte. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Motte wird angezogen vom Licht. Keine Ahnung, wie mir das hilft.
Aber eine Motte ist dumm genug, um ins Feuer reinzufliegen. Wo bist du, Kollege? Da. Super Gas, Fiesowicht. Optimal. Ich etabliere hier ganz neues Mottenmeter, ne? Na Zeit. Okay. Ach, falscher Knopf. Naja. Ja, das Problem ist, ich habe nur einen Try, ne? Naja, aber zwei Drittel. Der Schmied verkauft keine Feuerbomben, oder? Ich glaube nicht. Wollte ich denn... Der Itemhändler verkauft Feuerbomben, glaube ich. Aber der ist so weit weg. Aber wenn ich den Schmetterling so nicht schaffen sollte... ich war gerade am Nachdenken. Normal würde ich die ja dodgen. Wenn ich den Schmetterling auf normaler Weise nicht schaffen sollte... Kämpfe ich mich bis zum Itemhändler, kaufe Firebomben und dann machen wir den Schmetterling mit Firebomben. Den gebe ich richtig Bombe, Junge. Alternativ kann ich natürlich noch mit meiner Armbrust schießen, aber die macht halt immer nur 11. Aber ich habe auch nicht so drauf geachtet. Ich habe auch nicht so drauf geachtet, wie viel Schaden die Firebombs machen, beziehungsweise wie viel HP der Schmetterling hat. Okay. Na gut. Jetzt aber ohne. Coprophagus.
ohne Firebombs. Das heißt, also, ich kann mich da nochmal genauer umgucken, aber so wie ich die Umgebung wahrnehme, gibt es keine Deckung quasi. Oder nicht so richtig zumindest. Das bedeutet, entweder durch Rollen ausweichen oder Schild oder L2. Das hier wüsste ich nicht. Wenn Schild, also welcher Angriff hat er? Er hat, glaube ich, 3 Angriffsmuster, wenn ich das richtig gesehen habe. Einmal schießt er so 3 Projektile, die verfolgen auch ein bisschen. Den kann man ausweichen durch Rolle. Dann gibt es 6 Projektile oder so. Den kann man, glaube ich, nicht ausweichen. Habe ich zumindest nie geschafft. Das heißt, die wahrscheinlich shielden. Dann gibt es diesen Beam, also diesen beständigen Strahl. Den konnte ich auch nicht ausweichen, aber ich hatte immer den Eindruck, er macht wenig Schaden. Aber er hat mich auch immer erst dann getroffen, wenn er schon lange schoss. Vielleicht verliert er einfach über Energie. Wenn er am Anfang trifft, macht er viel Schaden, wenn er am Ende trifft, wenig. Das heißt, erst weglaufen und am Ende shielden. Das ist die Theorie. Mal gucken. Und dann landet der Schmetterling alle, weiß ich nicht wie viele Iterationen und Angriffen. Und dann kriegt er ein paar auf Mull. Vielleicht wechseln wir dann sogar hier auf zweithändig und dann wieder zurück, weil der macht ja nichts, wenn er da sitzt. Und dann kriegt er ein bisschen Damage und dann fliegt er wieder hoch. Das machen wir 3 Mal und dann ist er tot wahrscheinlich. Ja, so machen wir es. Hat nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war noch am Trinken. Das hat ein bisschen geholfen, glaube ich. Neuer Versuch. Also, das Schild hat immerhin Ping gemacht. Was ein prinzipieller Hinweis darauf sein könnte, ja, Schild funktioniert. Darkroot Garden. Dunkelwurzelgarten. Ich biete übrigens Englischkurse an der Volksschule an. Was das dürfte am Dienstag ist. Ich kann gar keinen Definity-Stream ausrufen. Sonst würde ich jetzt sagen, ja, der Schmetterling, den machen wir heute aber noch.
Warum nicht? Naja, weil Matteo um 20 Uhr kommt. Schilden, war zu langsam. Macht sie die immer im Wechsel? Kann ich jetzt schon mit dem Schild rumlaufen? Nein, macht sie nicht. Ist wahrscheinlich random. Okay. Oh, auf Zack sein. Okay. Ich habe vergessen, dass es noch ein drittes Angriffsmuster gibt. Okay. Zweithändig. Und los geht's. Falsche Taste. Ich habe keine Stamina mehr. Okay. In der Theorie noch einmal und sie ist tot. War verwirrt. Ich war noch verwirrter. Verstehe ich nicht. Okay, beim nächsten Mal. Warte mal. Ich habe eine Idee. Und zwar... Also die Angriffe von der Motte sind entweder Magic oder Lightning. Ich schätze mal Magic. Guck mal, das Wood hat zum Beispiel 55 Magic Reduction. Ich habe aber noch weitere Schilde, glaube ich. Und zwar... Das ist irgendwie albern. Warum ist denn das? Ist wirklich das Wood besser? Also in dieser Hinsicht natürlich nur. Ich verstehe auch nicht, warum die Sachen rot sind. Ich wirklich nicht. Weil es so scheiße ist. Das Schild ist schon von Grund auf kaputt. Selbst wenn es heil ist, ist es kaputt. Und das will mir das Spiel mitteilen. Darum ist alles rot. Okay. Aber ich verstehe das so, dass tatsächlich der magische Schaden bei dem Schild stärker reduziert wird. Oder es ist Dingens hier. Wie nennt man das?
Keine Ahnung, halt Vergleich. Warte mal, welche Farben waren da? Rot könnte schon schlechter sein. Das andere war blau, das ist aber kontraintuitiv. Positive Bilanz ist eigentlich grün und nicht blau. Aber wenn Dark Souls ist, dann könnte blau positive Bilanz heißen. Ich meine, Wochenende, wo ich nicht blau nach Hause komme, ist ja auch eine negative Bilanz, ne? Bin ich ein glücklicher Mensch. Guck, es ist ganz einfach im Leben. Ein paar dumme Witze reichen. Und schon grinst man wieder wie so eine Grinsekatze. Okay, Schmetterling. Dann zeig mir mal deine hübschen Flügel, du. Zu langsam. Ich bin immer zu langsam mit dem Schild, wenn sie das macht. Also auch von die Seiten zu wechseln, das nervt komplett. Viel zu langsam. Jetzt dachte ich, sie macht wieder das andere und ich versuche mal mit denen. Oh. Ja. Oh, beim nächsten Treffer bin ich tot. Nein! Mann, oh! Da noch mal einen ganzen... Also, jedes Mal, wenn sie diese mehreren Projektile... Das ist aktuell meine größte Schwäche. Der Rest ist nur ein bisschen, weiß ich nicht was, Panik oder so. Wenn sie die mehreren Projektile macht, dann schaffe ich gar nichts auszuweichen. Also, das hier, L1, reagiert nicht schnell genug. Sobald ich checke, dass das mehrere Projektile sind, sind die schon da, bevor der nur ansatzweise Schild gehoben hat. Vielleicht ist das hier, also L2, schneller. Oder ich halte einfach die ganze Zeit L1 und nur wenn sie die drei Projektile macht, mache ich den hier. Das ist vielleicht noch schlauer. Das machen wir. Die ganze Zeit. Und wenn sie meint, dann rollen wir erst. Ja. Versuchen wir mal so. Wieso verweibliche ich? Ah ja, weil ich die Motte sage, ne?
dachte gerade, warum nenne ich sie eigentlich sie? Ist ja der Schmetterlinger, weil ich ja die Motto ausgemacht habe. Ja, ja, es ergibt alles Sinn. In meinem verwirrten Verstand ist das alles sinnvoll. Der Motterich, genau. Stimmt, sie singt auch mit einer weiblichen Stimme. Aber kann ich auch. Und ist auch genauso schön. Heute erschreckend wenig geschafft, selbst wenn wir die Motte noch schaffen. Wobei, wir haben nur über eine Stunde, die Motte schaffen wir auf jeden Fall. Inventar sortieren hat lange gedauert. Das ist das Problem, glaube ich. Nicht mein fehlender Skill. Das ist ausgeschlossen. Ja. Aber wenn man so ein bisschen seitwärts läuft, kann man auch manchmal nicht getroffen werden. Okay. Es läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sagen wir mal so. Fadenschrott. Ich sollte noch meine Seelen einsammeln. Hat mir ein bisschen, glaube ich, was gekostet. Hat mir sehr viel gekostet. Das könnte klappen. Ich glaube auch, mein Schild ist richtig kacke. Hätte ich ein bisschen besseres Magic Defense Schild. Nee, sieht nicht gut aus. Der schießt doch durch die Mauer. Oder die. Ich bin verwirrt wegen des Geschlechts. Okay, beim nächsten Treffer bin ich tot. Also mal angenommen, ich hätte nicht so viel Schaden genommen, als ich meine Seelen aufgenommen hätte. Dann hätte ich noch ein bisschen länger durchgehalten. Dann hätte es reichen können, vielleicht, eventuell. Das heißt, wir probieren es nochmal. Gleiche Taktik. Vielleicht muss ich auch. Dieser Laserstrahl, ne? Vielleicht muss man dem auch entgegenrollen. Aber nicht von dem wegrollen, sondern in die Richtung rollen. Weil, ich glaube, dann zieht der nicht nach unten. Dann wird man vielleicht nicht getroffen. Ich habe ihm diesmal auch nicht so viel Schaden. Ich glaube, das ist ein bisschen lackabhängig, ob ich kritte oder so.
Der hat ja diesmal irgendwie nur 60% oder so verloren, war am letzten Mal immer so 70 oder was? Wahrscheinlich hätte ich meine Titanite Charts nicht alle in die Waffe ballern sollen, sondern Teil davon ins Schild, damit ich mehr magische Verteidigung habe. Dann wäre die Motte wahrscheinlich leichter gewesen. Naja. Okay, versuchen wir mal. Wenn ich Glück habe, macht sie auch immer die Dreier. Bei denen kann ich gut ausweichen. Ja, das ist einfach nur Glück. Warum ist, hat die überhaupt eine Kette am Hals? Oder am Kopf? Oder ich weiß nicht, was ist die Fett? Ist sie gefangen oder was? Ich hier gar nichts. Dann noch drei Estus, eine mehr als vom letzten Mal. Okay. Nein, das war nicht gut. Und ich habe auch noch nicht aufs Schild gewechselt. Ich sollte eigentlich erst was trinken. Ja. Das ist deshalb gut, weil ich dann wenig Zeit im Laserstrahl verbringe. Nicht wegen dem, was ich vorher gesagt habe mit Aim. Nicht gut aus. Komm runter. Komm runter jetzt hier. Oh ja, 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 ja. Easy. Easiest boss of my life. Fenster. Was für eine Aussicht, du, ne? Das ist aber ein Traum in Grau vor Blau. Was? Wer bist du denn? Watch Basement Keep. Divine Amber. Was heißt hier in dem Fall Toggle? Homeward Bone. Ach, der ist tot. Sein letztes Gebet gesprochen oder was? Der Rest ist, guck mal, wir haben Gegenstände ausmoduliert. Jetzt guck doch mal! Wir haben uns an eine Ecke ein Level Mühe gegeben. Schau doch mal, was hier alles liegt. Chat einmal genießen. Daran saßen die Grafikdesigner 5 Wochen.
denn sie bei der Boss-Stage einfach Copy and Paste immer wieder das gleiche Gebüsch hingesetzt haben? Okay. Das ist nicht so gut. Ja, 14.000 Seelen, die müssen wir holen, ne? Das ist... Interessant zu wissen wäre, ob das jetzt die Contraption wäre, die den, das Tor von Narnia da aufmacht. Beim nächsten Boss bekomme ich auch neue. Könnte ich eigentlich liegen lassen. Ich glaube, backsteppen kann man die gar nicht. Das sind aber auch Kackgegner. Man kann die nicht kontern, man kann die nicht backsteppen. Und wenn sie dir zu nahe kommen, dann lutschen sie dich aus. Bio ist für mich Abfall. Magst du Erdbeerkäse? Godesrot? Weiß ich nicht. Bin mir nicht mal sicher, ob ich weiß, was Erdbeerkäse ist. Mann, ey. Frischkäse mit Erdbeeraroma. Okay. Klingt gut, glaube ich. Kann man mal machen. Aber es sind jetzt schon 15.000. Wir machen das jetzt einfach noch 10 Mal und dann... Ja, mein Nacken. Ich bin auch stocksteif, ne? Das liegt nicht an Godefroths Erdbeerkäse. Was soll man mit dem Moos machen? Also
Also im echten Leben macht man sich Moos an die Wand. Das haben wir gemacht. Gibt's Housing in Dark Souls? Lesen? Nee. Das ist ein Konsolenmenü. Ich bin da so ungern drin. Kann Moos lesen, ja, ja. Zusammen mit der Ernte. Ich habe auch schon wieder völlig vergessen, was wir eingesammelt haben, als wir bei der Schlange waren. Naja, wird schon nicht so wichtig sein. Jetzt habe ich die drei Jungs ignoriert, ne? Das wird mir noch zum Verhängnis werden. Was? Noch ein bisschen Schaden bekommen und dann kriege ich die Seelen nicht wieder. Das würde mich richtig freuen. Und dann hätten wir mehr Spaß mit dem Spiel, weil wir das alles nochmal neu erfarmen müssen. Ja, zwar den High Ground, aber ich kann ihn in den Fuß beißen. Ja. Das ist schon, So, was haben wir hier noch so? Achso, du bist wach. Naja. Naja. Wir sterben uns einfach voran. Ah, wisst ihr was? Ich weiß, woran das liegt. Das ist ein Ritter. Und der will sich wie ein Ritter duellieren. Natürlich unten ohne. Was denkt ihr denn? So ein Ritter, ne? Der da ein, zwei Tage in der Schlacht ist mit seiner Ritterrüstung. Was denkt ihr, was der macht, wenn er pinkeln muss? Das bleibt alles im Eimer. Ist ja ekelhaft. Machen ohne Hose. Ja, ja.
Seht ihr? Jetzt, wo wir ein Ritter sind. Guck mal, sollen wir auch gegen den Schmetterling kämpfen können? Jetzt haben wir viel mehr Rüstung. Wir mussten eh nicht so beweglich sein, oder? Ach, keine Ahnung. Unterm Strich ist auch egal. Der Schmetterling war jetzt auch kein besonderer Gegner. Haben wir ja easy weggesnackt. Seitdem wir die Rüstung anhaben, gar kein Problem mehr hier. Hatten wir aber schon. Wir können jetzt noch mal hier rumgehen. Dann kommen wir aber irgendwann hier hin, ne? Das ist aber ungemütlich da. Oh, den wollte ich nie wecken. Also bevor ich hier weggehe, ihr müsst das verstehen, untersuche hier nochmal alles. Weil ich habe nicht vor, hier nochmal hinzukommen normalerweise. Ich würde das Gebiet jetzt als abgeschlossen betrachten. Deswegen muss ich sicher gehen, dass ich hier nichts übersehe. Im Rückweg gehe ich da lang. Also, nee. Nee. Ritter sein ist überhaupt nicht gut. Welch ritterliches Duell. Am Arsch. Was ist das für eine Scheiße? Nackig sein ist der Weg. Keine Ehre zeigen ein, richtig. Und ich brauche, also ich bin gerade am Überlegen, wir haben ja jetzt hier richtig viele Seelen, ne? Die wir alle verlieren werden, natürlich. Aber wenn ich die neu hole, also wieder neu erfarme, ich werde ja einen Punkt in Stärke investieren, damit wir die 24 haben und das Schwert oder was das ist benutzen können. Und dann, ich glaube, den restlichen Skill, den investieren wir in Gärtnerei und in Endurance. Ich habe so ein bisschen manchmal Stamina-Probleme. Wie oft ich schon also keine Stamina mehr hatte, weil wenn ich irgendwas mache, also auf so einen Gegner, auf den Schmetterling zum Beispiel, hätte ich viel länger noch einkloppen können, hätte ich mehr Stamina gehabt. Oder wenn ich den hier mache, habe ich gar keine, ja, nicht ganz, aber fast keine Stamina mehr. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh. Ich glaube, ich brauche mal so einen Tag, wo ich einfach nur den ganzen Tag Dark Souls spiele. Also richtig.
Muss ich dann aber auch für einkaufen. Außerdem habe ich so ein bisschen Angst, dass Matthäus Run vielleicht wirklich gut sein könnte. Aber nur ganz bisschen. Den hier muss ich nicht machen, ich mache ihn aber. Einfach nur, um zu zeigen, dass ich Eier habe. Er hat aber auch welche. Aber meine sind bunter. Hier ist gar nichts, ne? Nur mal kurz oben gucken. Man konnte eigentlich theoretisch auch in die andere Richtung laufen. Ich glaube, da ist nichts. Denn die meine ich. Hier ist nichts, ne? Ne. Da hinten wissen wir ja schon. Ich will auf Nummer sicher gehen. Noch einmal gucken, ob da wirklich nichts ist. Außer der Onkel, der oben mit seinen ganzen Gegenständen auf uns wartet. Morgen gibt es das Eier-Emote. Das beste Eier-Emote auf Twitch hat, glaube ich, Farbenfuchs. Weiß nicht, ob irgendjemand von euch ein Abo bei oder Sub bei Farbenfuchs hat. Es gibt übrigens Fallschaden im Spiel, wollte ich euch eben mal kurz zeigen. Da, guck, Rockhorn hat es. Fantastisch. Also was euch tötet, ist ja nicht die Schwerkraft, ne? Es ist die Wechselwirkung der Moleküle eures Körpers mit den Molekülen des Bodens. Also eigentlich tötet euch der Elektromagnetismus. Verdammt am James Clerk Maxwell. So nämlich. Also es ist eigentlich ein Stromschlag, das ist korrekt. Wenn er herunterfällt und ich ihn dann angreife, ne, dann mache ich diesen gefährlichen Schritt. Diesen Schritt Richtung Freiheit. Ja, freier Fall und so, wisst ihr doch. Okay. Was?
Oh oh. Oder warte mal. Bin ich da runtergefallen? Ja. Also ich hatte nicht einen Moment lang Angst. Das war, für mich war das eine absolute Routine-Situation, ja. In solchen Situationen muss man halt auch cool bleiben. Hier? Hätte ich hier mehr Stamina gehabt, hätte ich keinen Schaden genommen, weil ich noch einmal auf ihn hätte draufhauen können. Ich hab... Also mein Stamina ist gerade echt ein Bottleneck, wie man so schön sagt. Ah! Genau, ey. Dafu. Was sagst du? Ach, Dafu, danke für deine Unterstützung mit Prime. Da geht's auch lang. Nee, tut's gar nicht. Ich guck gleich nochmal nach dem Item. Jetzt wird erstmal gekindelt, Bonfire, rested, gelevelt. Endlich wieder im untoten Paris unterwegs. Moin. So, einen Stärke und den Rest in Endurance. Das war doch Ausdauer, ne? Warte mal. Explanation. This character's name. Parameter. Der determiniert, wie viel Ausdauer Ausrüstungsladung und Resistance gegenüber Blutungsschaden da ist. Tap Schmidti, Bon Eolas. Guck mal, von 95 auf 98, das ändert die Welt. Ich bin noch am überlegen, ob man Ausrüstungsladung nicht wortwörtlich übersetzt, aber dann geht auch ein bisschen was verloren, muss man sagen. Also eine andere gute Übersetzung wäre vielleicht sowas wie
Oder auch... Vielleicht Belastung. Weil mich das hier alles ziemlich belastet. Voll vielleicht lustig und so, ne? Aber ich bin der Clown, der weint, wenn ihr lacht. Ja, ja! Oh, sehr gut. Leute, jetzt will ich aber mal wissen, was hier los ist mit dem Moos. Reduce Bleeding, Build Up. N0x-st. Das ist ja voll krass. Das ist 15 Mal Gift wegmachen. Wisst ihr noch, als ich bei den Ratten war? Okay, so jetzt ist ein Rätsel. Also man könnte versuchen, von der Brücke dorthin zu springen. Glaube ich nicht. Also von rechts. Gehen wir mal davon aus, das ist eine Höhle. Ist das eine Höhle? Ja. Von rechts kommend. Also wenn du in diesen Baum hier reinspringst, aber glaube ich nicht. Es ist unmöglich, dorthin zu kommen. Beziehungsweise man kommt von dieser Burg dorthin. I don't know. Locked by some contraption. Es gibt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Contraption okay gar nicht hier in der Nähe ist, sondern dass sie sonst wo ist. Ne, Kollege? Weil ich habe hier ja alles erkundet. Hab man ja gerade gesehen. Da war noch. Ich habe hier noch nie Loot eingesammelt, den ich vorher nicht gesehen hätte. Aber ich glaube an der Stelle ziemlich ausgeschlossen, dass ich irgendwas übersehen habe. Wir können nochmal diese andere Abgabelung hier versuchen. Hier zum Beispiel. Nee, da soll man nicht hinspringen. So, wo ist die Gabel? Hier ist die Gabel.
Dann kann man hier runter. Endlich wieder im Finsterwurzel. Becken. Loot-Goblin! Schade. Das ist ein Weg ohne zurück. Chat. Heilige Makrele. Leer. Bin dieser Ledermann. Lederlappen. Das ist der Weg zurück. Da lang oder da lang? Geh mal erst hier lang. Okay, es geht noch tiefer. Ach du Scheiße, ey. Also es hat mehrmals nicht das funktioniert, was ich wollte, ne? Also das ist, Ich wollte eigentlich auf ihn drauf und dann den hier machen. Erinnert ihr euch? Das war toll. Hat nicht funktioniert. Ich bin auch ein bisschen, heute so ein bisschen weit hier, ne? Warte, wir lösen das Problem. Oder bin ich weit da? Ich weiß nicht, wo bin ich denn? Wo bin ich? Ich mache heute Breitbild. Von Matteo Cam. Das ist auch Matteos Vorteil. Er hat angefangen zu einer Zeit zu streamen, wo sich 16:9 schon durchgesetzt hat. Im alten Fernsehen hat er gar nicht funktioniert. So, aber jetzt weiß ich, dass er existiert. Und jetzt kriegt er auf den Kopf. Das war ein beunruhigendes Geräusch. Das ist der Loot Goblin.
Vielen Dank. Da ist eine Leiche. Ah, die habe ich gelootet. Ich erinnere mich. Der Kontrast aus der Hölle. So, wo genau ist er denn? Weiß ich nicht. Da. Ich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe nicht mehr verstanden, was passiert ist, weil ich mich auch nicht mehr selbst gesehen habe. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Schild gedrückt. Aber wahrscheinlich hatte ich zu wenig Stamina und er hat deshalb nicht mehr geschildet. Meine Kamera ist nicht zwingend schuld, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Das ist halt schon ein bisschen so, naja, keine Ahnung, warum ich gestorben bin. Habe ich das Schild gar nicht hochgehalten? Habe ich es hochgehalten und ich habe einfach keine Stamina gehabt? Man weiß es nicht. Okay. Ich will jetzt, okay, Chat, ich glaube, ich habe gerade eine Erkenntnis gehabt. Und zwar, ich glaube für euch, das heißt übrigens Dunkelwurzelbecken, für euch ist es wahrscheinlich nicht so unterhaltsam, wenn ich die ganze Zeit sterbe. Und deshalb wollte ich ab jetzt einfach nicht mehr sterben. Ja, wir machen jetzt einfach No-Death-Run. Ich denke, das ist lustiger. Ne? Ich zeige euch auch mal kurz, wie das hier funktioniert. Ihr lasst euch einmal von hinten stechen. Dann lotst ihr den hier so hoch. Dann wundert ihr euch, wo er ist. Da. Dann springt ihr runter. So. Im Rückweg sammeln wir die Seelen ein. Waren nicht viele. Das waren ganz wenige.
Also es ist ja ein großer Mann. Ich glaube, der Fehler ist, ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, Rock'n'Roll abzufeiern, dass ich ganz vergessen habe, dass es Mr. Jackson ist, der gegen den großen Mann hilft. Nee, es war Mrs. Jackson, ne? Miss Jackson. Wie hieß das Song? Ihr wisst genau, was ich meine. Wovon redet der? Na hier, von Dingenskirchen. Wieso bist du nackig? Weil ich Nudist bin. Fede unterstrich M. Keiner stirbt so unterhaltsam wie Maurice Kleiner als 3. Okay. 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 Nochmal! Der fühlt sich gut an, Leute. Ich sag euch das. Der fühlt sich richtig gut an. Ich liebe diese Lolei Franz. Der lässt einen spüren, dass man noch lebt. Die Bäume sind mittlerweile kein Problem mehr. Ich könnte jetzt alle Bäume machen, ohne Schaden zu nehmen. Aber ich muss Miss Jackson wieder gegen den großen Mann antreten lassen. Er ist hier unten. Seht ihr? Mann! Ich raff dieses Abprallen von Objekten auch nicht in dem Spiel, ne? Ist ja fast so schlimm wie bei dem Gargoyle, wo ich versucht habe, auf das Dach zu springen. Ist das hier ein Guide? Ja, das ist der Guide zur guten Laune.
Ja. Das Gestrüpp. Ich glaube, ich habe Moos liegen lassen. Aber das ist okay. Ich frage mich, ob man Fallschaden verhindert, wenn man in der Rolle ist. Könnte sein. Ein paar Speedrun-Taktiken, ne? Könnte sich vielleicht Leon was von abschauen. Genug Dramaturgie, wir machen den jetzt einfach. Ich habe eine Idee, wie wir den jetzt machen. Weil das Hauptproblem ist, wir haben wenig Platz. Und dann bin ich das Problem. Aber mit genug Platz. Also schaffen wir uns Platz. Der herkommt. Dass wieder sein Moos liegen. Das kennen wir schon. Da hinten sind magische Kräfte am Berg, seht ihr das? Ein blauer Tümpel. Ich muss auch, ich glaube heute wird nicht viel gequatscht mit Matteo. Wenn ich mich beeile, hat der Dönermann noch auf. Da mit dem Buchstaben. Verwirrt mich. Okay. Dran denken. Jetzt wird's krass. Seht ihr? Okay. Hier ist auch kein Platz. Niemals hättest du mich da treffen können. In keiner Welt. Versperrt er den ganzen Weg. Das ist gemein. So, eigentlich habe ich das, was er beschützt, ne? Aber mir ist das egal. Ich mache den jetzt tot. So. Ich mache den jetzt tot. Ich benutze den Loot nicht, bevor er nicht stirbt. Weil Ehrenmann und so. Guck dir das Schild an. Nein, guck dir den Stream an, Mann. Jetzt geht's hier richtig los.
für die Bäume. Wenn ich hier direkt abbiege, dann kommt der Eumel nicht. Die Eiche. Siehst du? Kein Eumel. Hier könnte ich ihn vielleicht... Nee, da falle ich auch nur runter. Hier ist die Boss-Area. Da muss ich ihn hinziehen. Hier wird er besiegt, Leute. Aber das ist ein ewig weiter Weg. Als ob ich den bis hier oben hin... herziehe, so. Nee, wir machen das einfach mit Parieren. Wir parieren den einfach hier oben hin. Außerdem sind noch zwei Seelen von uns. Okay. Er hat den gleichen Trick gemacht wie ich. Hat er sich abgeschaut? Er guckt den Stream, ja. Da lernt er ja auch noch was. Danke. Gino ist auch am Zugucken. Er denkt sich jetzt, oh, hier, lecker Baum. Ist gesund. Ja, gestern hat er ja gesagt, kein Lebensmittel ist böse, ne? Ich pfeife mir ja nachher einen Döner rein, das ist ja eine ausgewogene Ernährung. Da ist ja alles drin, was der Körper braucht. Das ist lecker Brot sowieso mega gesund, Getreide. Die Landwirtschaft, ne? Wahnsinn. Dann ist da ein Obst drin und ein Gemüse. Fleisch für Proteine. Welches Obst? Tomaten. Früchte sind gar keine botanische Einordnung, du! Gib keine Früchte! Geh mal weg mit Früchten, es gibt nur Obst und Gemüse. Wie soll eine Frucht definiert sein? Du da! Naja. Ist ganz einfach. Früchte gibt's nicht. Vergiss diesen Begriff. Obst wächst nach. Gemüse nicht. Fertig definiert.
Hä, ist das echt so? Ja, ist es. Die einzige Ausnahme von der Regel sind, glaube ich, Kürbisgewächse, weil die sind kompliziert. Weil Biologen für alles eine Ausnahme haben. Bären ist das Allerschlimmste. Ich glaube, nichts ist so schlimm definiert wie eine Beere. Alles ist eine Beere. Ich glaube, Beere ist genauso ein unscharfer Begriff wie Frucht. Okay. Aber mir ist eigentlich auch egal. So. Und so 50? Eigentlich wäre jetzt Zeit, den zu besiegen, ne? Machen wir mal eben. Das ist das Schöne an meinen Streams. Alles fake, aber dafür Spannungsbogen. Ah, da ist. Nee, wir können jetzt nicht noch einen Boss anfangen. Was sind das denn hier für Viecher? So Erdelementare oder was? Der da hinten schießt, ne? Der schießt irgendwas. Was schießt er denn? Wasser macht er, wa? Aber kein Problem, weil wir schießen ja Witze. Sehe ich zwar nicht ein, aber okay. So. Machen wir noch den eben. Hydra. Einen Kopf habe ich ab, wa? Ich muss ihn anders bekämpfen. Ich bin auch so ewig weit weg von Bonfeuer. Oder? Nee, es ist gar nicht so weit. Ich bin ja nur... Ah, jetzt ist natürlich doof. Ich bin ja nur die eine Abzweigung gegangen. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Dann schaffen wir noch 2 Tries. Den machen wir eben schnell.
Oder einen Trial schaffen wir, glaube ich, noch. Eine Ebene runter. Noch eine runter. Hier. Guck mal, so viel Zeit, wie wir hier haben. Obwohl, der Fight dauert ja auch noch ein bisschen. Ne? Aber ich brauche einfach eine Minute oder zwei. Bisschen. Ah, jetzt muss ich noch die ganzen Elementarier besiegen. Kristallwesen. Er ist ein bisschen doof. Ne? Bin stecke fest. Ja. Ach Mann! Ich steck schon wieder hier an der gleichen Stelle wahrscheinlich sogar. Da muss ich noch hier rausfinden, wie das klappen soll, ne? Ohne Schaden zu nehmen. Wahrscheinlich muss man die alle irgendwie wegziehen erstmal. Okay, Konzentration. Konzentration, habe ich gesagt. Ich weiß halt, wenn ich hier... Okay. Verstehe ich nicht. Noch nicht. Wie viel Zeit? Nee, nicht 2 Minuten. 2 Minuten ist schlecht. Komm, ein Versuch noch. Letzter Versuch. Ich bin falsch gelaufen.
Yeah. Hallo Matteo. Ich töte noch eben den Hydra, ne? Nein. So weiche ich davon ab. Folgen an nicht. Okay. Was? Okay, so. Ja. Wie? In Gottes Namen. Naja, war ein schöner Stream. Matteo, mach weiter. Bis dann.